Tee? Der Herr? Ja, bitte. Ja, danke. Stößchen, kleiner Finger raus. Und damit herzlich willkommen zu Pale World. Ich hab's mir halt geholt, weil ich generell mal auf so Survival Games Bock hatte. Es war jetzt nicht so teuer mit 26, 25 Euro auf Steam. Ja, es hat einen gereizt, man wurde vom Hype gepackt. Ursprünglich wollte ich auch kein LP machen, da bin ich aber auf eine andere Idee gekommen, weil da hänge ich gerade auch an YouTube fest, an diesen Videos, wo es heißt 25 Tage, naja, nicht wirklich, das wäre jetzt bei uns hier der Titel, sondern 100 Tage in Rust oder 100 Tage in Ark Survived Evolved oder irgendwie sowas, ja, und da denke ich mir so, ach komm, nimm doch die Klicks mit, wir versuchen es einfach mal. Wir machen es mal so, wie ich damals angefangen habe bei Fallout 4, wo ich euch schon zweimal oder erst einmal, ich weiß es gerade gar nicht, mein Village gezeigt habe, mein Sanctuary und so. Und das mache ich jetzt hier genauso. Einmal mit 25 Tage, einmal mit 50 Tage, einmal mit 75 Tage und einmal mit 100 Tage. Je nachdem, wie lange ich auf dieses Spiel Bock habe. Aber noch habe ich Bock. Ja. Und ich sag mal wieder eins, ich wollte mich eigentlich kurz fassen, aber ich glaube, das kriege ich eh nicht wieder hin. Ja, also ich bin hier auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, Tag 25, ich habe mich Black Popeye genannt, weil mir ist aufgefallen, ich habe noch nie eine schwarzfarbige Person gespielt und ich bin Level 20 und dazu mit oberproportionierten Armen. Ja, das fand ich irgendwie witzig, ja. Ja. Achso, wir sollten noch gleich mal erwähnen, das zeigt ja unten in der Ecke an, Version 0.1.3.0. Also große Bugs habe ich jetzt in dem Spiel nicht, nö. Ja, also das ist ja hier das Startgebiet. Ja, ich bin Level 20, ja, guten Tag. Und dann wollte ich ja mal zu meiner Base gehen. Verdammt. Ach krass. Wie geht das denn? Ich wollte jetzt eigentlich einen Witz machen und euch meine erste Basis, die ich verlassen habe, zeigen, aber die ist nicht mehr da. Okay, ich wollte damit eigentlich jetzt so einen schönen Witz machen, aber der ist mir wohl gerade nicht gelungen. Schade. Ja, wenn ich gerade hier bin, ich brauche viel Metall. So, das müsst ihr euch jetzt mal kurz gönnen. Aber das Spiel, das zieht schon Arsch. Aber ich finde es geil, dass das DLSS hat. Das ist schon sehr geil. Das sieht ziemlich gut aus. Ich bin auf ausgeglichen, ausgewogen oder wie man das nennen mag. Ja, ich habe manchmal ein paar Einbrüche. Aber sonst ist es ganz stabil mit der 3070 Ti. Das Wichtigste ist halt wirklich dieser verdammte Videospeicher. Der zieht Arsch. Ja, den braucht man einfach. Auch in Full HD, das ist jetzt schön 4K. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Ich habe schon bei PCGH das Video gesehen gehabt, ist natürlich verlinkt, wo das halt mit einer Grafikkarte mit nur zwei Videospeicher echt beschissen aussieht, ja. Wo man überall hier die ganzen Kantenklettungen richtig pixelig sieht und so, wie nennt man's? Ach, dass die halt mit flackern, flackern, das war das Wort, so. Ja, das ist jetzt hier mein Charakter. Wie gesagt, überproportionierte Arme. Das sieht man besser, wenn man mal kurz die Rüstung auszieht. Genau. So, hier Popeye halt. Black Popeye. Ja, schön. Ich ziehe mich mal wieder an. So, ich bin Level 20. Ich habe das am Anfang halt so gemacht, dass ich dachte, Ausdauer wie halt in Zelda und wegen ja, Arbeiten und so, gehe ich mal lieber da drauf. Deswegen bin ich hauptsächlich da drauf gegangen. Dann erst später habe ich gemerkt, oh, ich kriege ja pro Level ab, wenn ich auf Gewicht gehe, 50 Gewicht. Das ist nicht schlecht. Dann gehen wir da drauf. Dann waren mir Gegner ein bisschen zu stark, also kriegt man auch pro einen Punkt auf Leben geben, auch 100 Lebenspunkte, was ich sehr, sehr gut fand. Ja, ob ich jetzt Angriff mache, nur zwei mehr, ob ich das machen soll, weiß ich gar nicht. Ja, Arbeitstempo, dafür habe ich die Pales. Genau. Ja, sonst habe ich hier nicht so viel gemacht. Technologien. Ja, ich hab, da muss ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Ich habe halt gemacht, was so geht. Und hier ist sowas. Habe mir halt auch die Punkte aufgeteilt. Habe halt geguckt, was so geht. Ja, Giftbogen habe ich dann gemacht. Giftpfeile dann gar nicht. Hm.
Ja, brauche ich eigentlich nicht. Warte mal, aber die Feuerpfeile habe ich hier doch irgendwo gemacht. Ja, Pfeile, wo ist Feuer? Ja, genau. Ja, ich weiß halt nicht, ob man genug Punkte hat, um später alles zu vergeben. Auf dem Vieh bin ich jetzt nicht geritten. Ich bin gleich hier zum Großen gegangen. Und so weiter und so fort. Ja, so, dann wollen wir mal... Tu mal Village. Level 15, das Vieh habe ich noch nicht. Headshot. Oh, ich muss es nachladen. Verzeihung. Das könnte ich schaffen, endlich zu kriegen. Ohne mein Vieh. Greif ruhig mich an, weil mein Vieh macht dann meistens mehr Schaden. Und dann schaffe ich es nicht. Hallo? Wo war denn da die Hitbox? Ja, ja, ja. Wir versuchen es mal. 4%. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, es kommt nochmal raus. Das Vieh macht den scheiß Weizensaat. Den Scheiß, den ich überall gesucht habe. Das will mich doch verkackeiern. Meine Fresse, ey. Das habe ich schon seit einer Ewigkeit gesucht, woher ich diesen scheiß Weizen krieg. Eieiei. So, so viel habe ich von der Karte entdeckt. Da ist ja noch, da ist noch sau viel. Ja, ja. Ich habe auch schon das Tutorial fertig mit dem ersten Boss in dem Turm. Wann ich mal den nächsten Turm finde, weiß ich nicht. Aber selbst hier mit manchen von denen muss ich noch aufräumen. Da habe ich auch noch nicht alle gemacht, weil ich das Level halt noch nicht habe. Da ist ein Haken drin, da ist ein Haken drin, genau. So. Was mir halt aufgefallen ist, als ich hier mein erstes Dorf hatte, das war zu eng. Man braucht halt schon so eine schöne weite Fläche hier, sowas zum Beispiel. Und ich bin halt hier hingegangen, weil es mittig ist von verschiedenen Bereichen. Das fand ich sehr schön, ja. Genau, so, das Ding schnell reißen, mein Dörfchen. So, ja, ich laufe erstmal ein bisschen raus, dass man das mal vom Totale sieht und dann laufen wir mal richtig hier rein. So, das ist es. Jo, hier hinten habe ich jetzt endlich mal angefangen, diesen Wald zu machen, den werde ich noch weitermachen. Dann weiß ich auch, wie viel Platz hier so, wie viel Umzäunung ich habe. Und wo ich noch Dinge hinstellen kann, denn ich kann jetzt auch nicht die Zuchtfarm bauen, ja. Dann hier, das ist halt mein Hauptgebäude, hier das mit dieser Leiter. Dass die endlich mal reinklickt, ey, das war ja schon enorm. Dass das halt von innen nach außen geht, finde ich seltsam. Ich weiß, hier ist noch offen, das ist Absicht, wegen Licht zum Teil. Ja, mal sehen, wie ich das noch höher baue. Mal schauen, ich habe jetzt auch die Steinkonstruktion im Angebot. Ja, genau. Hier die Opferstatue, um mich zu verbessern, ganz genau. Hier dieser Entsafter, hier ein paar Kochstellen, wo Futter schon fertig ist. Das lasse ich da drin, weil dafür dürft es nicht. Genau, hier liegt ein Stein rum. Dann haben wir hier die Paulbox. Ja, es ist halt, was man halt so fängt. Was soll ich dazu groß sagen? Ich finde halt dieses Depressio, das finde ich ja so ulkig. Also generell, ich finde, dieser versteckte Humor in diesem Spiel ist halt echt... Ich finde den genial, ja. Oder auch die Sache, dass ich jetzt hier rein hypothetisch, wenn ich das Fleisch hätte, kann ich quasi an die eigenen Artgenossen Pelz an sich selbst verfüttern. Das ist so abartig, ja. Meine Fresse. Machen wir erstmal mit hier draußen weiter, ja. So ein paar Stationen hier, was man so braucht hier. Auch für Eisen. Man könnte auch immer wieder Eisen mal wieder Gibi machen lassen. Hier kann ich ja das noch machen lassen. Wie machen wir denn da? Machen wir wieder so 100, hatte ich ja gehabt. Das Zeug braucht man ja wie noch was. Oh, das kostet so viel Steine. Das ist viel. 80. So, genau. Das hat auch dann funktioniert, dass die Produktion beginnt. Okay, manchmal könnten ja auch zwei dran sitzen. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz optimiert. Weil manchmal tun die auch nichts. Da habe ich gedacht, was ist denn jetzt kaputt? Dann hatte ich anfänglich Probleme mit Futter. Deshalb habe ich hier hinten... 3 Beete, das reicht dicke aus. Ich habe mehrere Futterstellen hier hingemacht. Supi-dupi-dupi, ja. Hier kann ich jetzt langsam auch anfangen mit der Weizensache. Hier habe ich eine Truhe hingemacht, um halt Dinge zu verkaufen. Aber man kann nur Pelz verkaufen, keine Gegenstände, die man gecraftet hat. Ich ratter das jetzt einfach mal ab. Wenn man jetzt hier schön um die Ecke geht, haben wir noch eine Futterstelle, noch einen Eingang. Hier Schlafmöglichkeiten, die ernte ich manchmal ab, damit man hier langlaufen kann. Dadurch kriege ich auch noch ein bisschen Erfahrung. Hier zweimal zur Sicherheit ein Pool, damit die ihr geil, ich will immer geil sagen, ja. Das sieht man das hier irgendwo? Ne, bei denen sieht man es nicht, dass sie halt ihr Wohlbefinden auffüllen, ja. Hier das, da habe ich auch mir ein Video gegeben, man braucht diesen süßen Wolfi.
Man sieht fix, fix, fixo, fixo. Ja, die backen hier leicht rum, weil die hier am Arbeiten sind. Die braucht man, dann kriegt man Pauls und auch Pfeil und Bogen. Das ist sehr angenehm. Der weiß gerade auch nicht, was er so genau zu tun hat. Ich glaube, der macht hier da irgendwas. Ja, ich habe das hier jetzt mal drin gelassen mit Holz und mit Steinen. Mal just for fun, ja. Ja, ich muss halt auch mal gucken, wie ich das jetzt mache mit der Zucht fahren, mit den anderen Sachen hier, wie das so passt. Ich will halt auch Wege haben. Ich will auch Dev außenrum haben. All so nette Sachen, ja. Wie gesagt, ich versuche mich jetzt mal ein bisschen schneller zu fassen. Und diese Maschine habe ich noch nicht getestet. Die testen wir gleich dann zum Schluss, wenn ich euch mein Gebäude gezeigt habe. Auf der linken Seite hätten wir nacheinander alle möglichen von Produktionsstätten. Darauf muss ich jetzt eigentlich nicht genau eingehen. Wenn ihr das Spiel zockt, kennt ihr das. Falls ihr es noch nicht zockt und euch hiermit einen ersten Einblick verschaffen wollt, dann verrate ich euch nicht viel mehr, außer dass halt hier ich hier Sachen herstellen kann, die dann meine Wesen machen. Auch hier, manchmal muss man die nehmen und davor stellen. Vor allem hier, das muss ich mal kurz erwähnen, beim Medizinschrank. Genau, hier habe ich nochmal eins hingestellt, weil ich bin halt zu faul, das selbst zu produzieren. Wenn die das machen, ist ja tippitoppi. Ich muss nochmal gucken, also es macht hier schon Sinn, eine Art Straße zu machen, dass hier quasi der Eingang ist, dass ich hier dann noch eine zweite Reihe hinmache, ja. Muss ich mal schauen, das nächste kann ich eh bald bauen, die nächste Werkbank und gut ist, ja. Dann für ein Busy Ambiente habe ich hier mal die Bar hingemacht, sieht ganz gut aus. Hier, das sind eigentlich auch Lager, die sind noch leer. Hier auch noch mal Futterstelle, ist geil, mitten an der Bar ein offenes Feuer, lassen wir mal so liegen, genau. Hier meine Eier, da kann man ja mal gucken, was gleich bei rauskommt, mit zwei Truhen, damit ich da die Eier, die man findet, so hintun kann. Doch, das Vieh habe ich schon. Dann wollen wir doch mal, was hatte ich denn noch nicht, das sagt mir nichts. Ei hineintun und let's go. Ich hatte auch schon mal ein Ei, das hat 40 Minuten gebraucht. Das kann aber sein, dass es dem zu kalt war. Bruttempo 100%, cool. Ich weiß nicht, was ich hier so geändert habe. Und hier ist momentan mein Lager, was noch ein bisschen in der Entwicklung ist. Was ich scheiße finde, dass das hier, ja, kletter mal hoch. Okay, das war gerade strange. Dass die hier oben hier nur zwei Plätze haben. Das ist jetzt nur, damit es schick aussieht. Selbst das Ding hier oben hat drei Plätze. Und ich habe auch endlich die geile eiserne Truhe, Chaka Bam, wo mal richtig Platz drin ist. Ich glaube, da werden die bald wegkommen oder ein bisschen vereinfacht werden. Ja, also Sachen halt. Beim Kühlschrank dachte ich, dass das Essen hier die Zeit nicht abläuft. Die haben ein Verfallsdatum. Nee, geht nicht. Das checke ich nicht. Da warte ich mal ab, ob es da noch andere Sachen gibt. Gut, hier, der macht schön meine Pfeile. Da kann ich mir eigentlich schon mal welche mitnehmen. Da ist gerade Mangelware. Ich habe auch schon auf der Karte ein Gebiet, wo Viecher Level 20 sind. Da, was ich nicht schaffe, weil die haben alle Waffen und haben mehr Schilde. Da mache ich kaum Schaden mit meiner Armbrust. Da muss ich jetzt abwarten, bis es losgeht mit richtig Pistolen und Maschinengewehren und allen Schnicki-Schnacki. Hm. Ja. Dann haben wir es ja fast. Ja, mach mal Platz hier, Junge. So, jetzt kommen wir wieder zu dieser abartigen Sache. So, wir können Pelz entsaften. Meine Fresse. So, wir müssen das jetzt einfach mal testen. Ich nehme jetzt mal einen aus dem Team. Ihn möchte ich wählen. Und jetzt muss ich natürlich hier mit Q und E die gewissen Pails auswählen. Uah, das ist ja echt abartig. Hm, wir brauchen mindestens vier. Gut, dann entsafte mal. Wie sieht denn das da drin jetzt aus? Ach, das macht dir die Wertigkeit hoch. Krass. Also, ich erwähne es jetzt mal, man muss häufiger die Wesen fangen, da kriegt man ab 10 Stück nochmal einen Special-Erfahrungsbonus und ist auch in der Box kann man sie nicht freilassen, nur wenn sie im Team sind, aber hier kann man sie entsaften lassen, was auch nochmal was bringt und hier kann man sie auch nochmal verbessern, das ist alles sehr, sehr, sehr interessant. Entsaften werden verbraucht, ja bitte. Die Entsaftung war erfolgreich, dein Pell wurde durch abgehört. Ich dachte, das läuft jetzt nebenbei und man sieht das irgendwie was Abartiges hier entsaften. Das ist jetzt scheinbar fertig. Das ist interessant. Und er wurde verbessert. Cool. Das ist geil. Das wollen wir doch gleich nochmal testen. Weil wir haben ja... Oh, 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 das geht... Oh, oh, da braucht man aber echt viel zu dir. Zu einer weiteren Entsaftungsstufe. Uiuiuiuiuiui. Entsaften klingt aber auch ein bisschen pornös. So, jetzt muss ich mal gucken, habe ich irgendjemanden... Na, na, ja doch. Versuch mal, was, wie kann man das denn wieder wegmachen? Ich muss, ah, so, okay. So, dann müssen wir, wollte ich ihn sehr gern entsaften. Hm, reicht nicht aus. Hm. Was haben wir denn noch im Team? Nee, ich habe von euch zu, alles zu wenig, um euch zu entsaften. Ja, okay, er hier,
Ich habe euch aber gerade nicht im Team. Na, okay. Jetzt weiß ich ja, wie das Entsaften geht. Das Gerät war aber ziemlich teuer. Man baut dazu antike Sachen. Ich hätte gedacht, das sieht man aktiv. Das wäre so abartig widerlich. Das ist halt voll diese... Das hat Pokémon und Nintendo nie hingekriegt. Das ist die totale Versklavung. Ich kann sie arbeiten lassen. Ich kann sie für mich kämpfen lassen. Ich gebe ihr Zeug zum Überleben. Sie sind irgendwie in einer Form einer Gefangenschaft. Auch in einer Form eines Balls. Es ist einfach abartig. Ich kann sie opfern, um andere von ihrer Art zu verstärken. Ich kann sie sich selbst essen lassen. Das ist so abartig. Und ich finde das gerade echt cool, wie dieses Game hier hypey-hypey hochgeht und wie einfach Nintendo die letzten, ich will schon mindestens sagen, ja, es kommt hin, mindestens ein Jahrzehnt, es nicht gebacken kriegt, gescheite Pokémon-Spiele auf den Markt zu kriegen, ja. Das letzte, ihre scheiß Bugs, ihre Grafik von vor 15, 20 Jahren, das ist ja ohne Wort und wie sie es auf der Switch einfach nicht gebacken kriegen, ja. Da muss echt mal eine neue Hardware raus, die mal, was weiß ich, 6-mal oder 10-mal besser ist so ungefähr. Ja, vom Grafischen. Die kann ruhig vom Design her gleich aussehen oder so. Nennt sie doch Switch 2, ist doch scheißegal. Hauptsache, ihr bringt mal was raus, ey. Jetzt kommt hier der perfekte Nintendo-Rant hier. Ja, es ist halt, boah. Ja. Was wollte ich von einem Pokémon-Game denn eigentlich immer haben? Ich überlege gerade. Ich habe auch Fangames viele gezockt. Also eine bessere Story oder mal mehr Freiheiten, dass man halt viel mehr machen kann, dass man sagen kann, hier, es gibt verschiedene Wege. Ich könnte ein Pokémon-Professor werden, dann wie Mr. Eich sein. Oder jetzt, wo ich Pokémon-Ligameister bin, ich würde gerne eine eigene Arena leiten. Oder ich möchte einer der Top 4 werden. Oder ich möchte, dass man wirklich am Ende, so auch Endgame-Content, dass da mal mehr drin ist. Dass es nicht nur um dieses Fangen und dieses Trainieren geht, dass man wirklich einen Job am Ende hat. Das wollte ich immer haben. Ich kann mich noch gut dran erinnern, wo es hieß, ey, hast du das mitbekommen, wenn du Kristall durchgezockt hast oder so, dann kannst du Pokémon-Arena-Leiter werden. Boah, ey. Ja, wirklich, das Meme so, boah, Exposition im Kopf, das wäre ja so ultra geil. Aber das ist halt Nintendo, erstmal, erste Richtlinie, mach's kindgerecht, dass wir die Zielgruppe auch kriegen und danach ein bisschen auf Erwachsene, damit die auch was kriegen. Es ist, boah, ey. Es ist, wie es ist, ja. Was Firmen machen, es ist ja nicht nur Nintendo, es ist Blizzard, die Diablo voll verkackt haben, die mit Diablo Immortal ein Hassspiel rausgebracht haben. Zwar eine Gelddruckmaschine, wirtschaftlich betrachtet, aber ein Hassgame. Diablo 4, kurz im Hype und dann tschüss, macht ja kein Fun mehr. Ich bin da ja so glücklich, dass jetzt Blizzard und Activision Gedöns jetzt von hier Microsoft gekauft worden ist. Die sollen jetzt mal hier richtig komplett aufräumen. Wirklich mal komplett aufräumen da, ja. Es ist, boah, ey. Aber ich bin mal gespannt. Ich habe es mir auch deshalb, habe ich mir für die Sicherheit das Spiel gekauft, bevor Nintendo sagt, nee, das geht nicht. Aber was, das Interessante ist, ich habe mir ein paar Videos dazu mal gegeben und so, wie das so ist. Ob jetzt hier so ein Plagiatsvorstand geht. Die vergleichen das halt. Also Leute, die vielleicht nicht zocken, also wie so GEMA-Kack oder nicht GEMA-Kack, Entschuldigung, ich bin gerade voll im Rant-Modus, also so Personen, die halt FSK, das wollte ich, die FSK-Einstufung machen, die Omis oder so, ja. Die sind ja dumm, die kennen sich an dem Medium nicht aus, ja. So kommt es einem vor, ja. Und wo wollte ich jetzt hinaus? Genau, die machen quasi bei diesem Plagiat, wird das verglichen, 1:1. Die gehen vielleicht 5 Minuten in das Spiel rein, das macht aber nichts. Dieses Spiel hat so viele Sachen copy and pasted und verbessert und ihr eigenen Schmuddelmuddel reingemacht. Das ist ja einmal Ark Survived Evolved. Ja, es ist Automatisierungstechnik, dass die hier selbst automatisch arbeiten. Es hat auch was mit Mining zu tun. Das ist ja so ein riesiges Konstrukt. Ja, okay, mit Automatisierung ist nochmal ein eigenes Franchise, könnte man fast schon sagen. Es ist ein Survival-Game nochmal. Man muss ja auch essen und alles. Man hat noch Rollenspielaspekte. Würden sie jetzt noch einen Skillbaum einbauen für die Person selbst?
wäre das noch mal mehr ein anderes Spiel. Dann haben wir das Ganze mit diesen Viechern, die kämpfen lassen. Das ist ja das gleiche wie bei Dragon Quest. Das gab es ja auch schon da, ja. Ich weiß, der Fisch im Hintergrund sieht echt troll doof aus. Es ist einfach the next level, the next big thing. Es ist wie bei PUBG, dass daraus Fortnite irgendwann entstanden ist oder so. Es ist halt die nächste Entwicklung, ja. Und wenn Nintendo oder so einfach dumm ist, einfach mal nicht hört, die sind ja auch, Nintendo ist halt auch, wenn es in Richtung Streaming geht, die gehen so gegen die Streamer vor und gegen YouTuber. Da wollen sie gerade wieder Sachen verändern, ja. Dann dürfen auch alle YouTuber, die schon mal ein Pokémon-Spiel gestreamt haben und per Zufall noch einen ROM-Hack gestreamt haben, die ja meistens auch, finde ich persönlich, sehr viel besser sind, ja, dass diese ROM-Hacks, ja, dass, weil die das auf ihrem Kanal gemacht haben, ja, ihr dürft jetzt nichts mehr von uns, Nintendo, nichts mehr hier, das geht nicht, das dürft ihr jetzt nicht mehr, nö. Nee, möchten wir nicht, ja. Und du kannst mit denen auch nicht reden, weil das ist Japan, das ist China, die sind in ihrem eigenen Bereich. Auch wenn wir hier, Frankfurt ist ja Nintendo für Europa das Hauptgebäude, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn man denen eine Information weitergeht, dass diese Information wirklich in Japan da hinten irgendwo ankommt, da muss erstmal seinen Job opfern, das Maul aufmachen. Alter, es ist einfach, wir Menschen, wir machen uns es so unglaublich schwer, ey. Der ist mal hier Tierchen. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dieser ganzen Kacke haltet, ja. Aber mir ist auch eins aufgefallen, bei diesem Hype von diesem Spiel und auch letztes Jahr beim Hype von Baldur's Gate 3, was ich mir auch irgendwann mal holen werde, auch wenn ich dieses Spiel sehr komplex finde und ich hoffe, es ist nicht für mich zu überbeladen, bei dem Game oder bei den Spielen, die rausgekommen ist, Games kommen immer mehr in den Mainstream, immer mehr. Und was das für Zahlen sind, was hier generiert wird oder so, ja. Mit verkauften Zahlen gleich zu Beginn und so. Der Boom, der geht jetzt immer höher, weil es kommen ja gewisse Generationen, die damals, vor ein paar Jahren angefangen haben zu zocken, waren damals Kinder, sind heute so mittelerwachsen, ja. Wenn sie gerade nicht einen auf Familie machen, okay, das sollte nicht negativ betrachtet sein, dann haben die Zeit zum Zocken. Aber okay, auch wenn sie Familie haben, zocken sie vielleicht irgendwas auf der Konsole, ja. mal schön auf die Konsole, die ist mir gebasht, ja. Dann kommen immer wieder neue, junge Leute, junge Menschen, werden wieder gezüchtet, werden wieder geboren, kommen irgendwann ins Alter und zocken. Also wird diese ganzen Alten, die quasi nicht zocken, die gehen in den nächsten Jahren, sterben die immer. Und irgendwann hat man eine komplette alle Generation zocken in irgendeiner Variante. Und dadurch, das ist halt wirtschaftlich, wird das immer weitergehen. Wird das weitergehen, ja? Also quasi, jetzt muss ich überlegen, welche Generation, in welchem Jahr wären wir denn so weit? Ich überlege gerade. Ich überlege gerade echt, also, wenn wir jetzt mein Alter ausgehen, also ich müsste schon 80 sein. Wenn wir jetzt einfach mal von meinem Alter ausgehen, ich wäre 80, dann hätte man einmal alles weg. Dann hätten wir auch noch Leute in den 90ern, also bis 90 hoch, die auch zocken würden. Oh Gott, jetzt muss ich 90... Also wie alt? 60 oder 80? Mach mal 80, 80. Das wäre 2070. Göttlich. Also im Jahr 2070, Peak. Ja. Ach, ich sag euch eins, kauft euch Aktien, bevor von irgendeinem Konsolenhersteller eine neue Konsole rauskommt, dann geht die hoch. Stimmt, kann man eigentlich von Rockstar auch Aktien einkaufen? Wenn da GTA 6 rauskommt, worauf ich auch voll Bock habe, weil dieses Bonnie und Clyde Prinzip und diese nettere Grafik, darauf hätte ich schon Bock, ja, ja. Aber ich sag jetzt mal so, ich habe genug gezockt. Ich habe hier genug, also nicht gezockt, Entschuldigung, euch hier das gezeigt, ja. Wie gesagt, ob ich jetzt noch einen 50er Tag und 75er und 100er Tag mache, muss ich mal schauen, wie ich Lust und Laune habe. Momentan bin ich gerade kurz davor, endlich mal Filmschnitt alles abgehackt zu haben, was ich auf der hohen Kante hatte, vorläufig. Natürlich nicht in dem noch zu kommenden Schneideordner, den es auch noch seit vielen Jahren gibt, wo ich auch mal weitermachen müsste. Ja, da muss ich jetzt auch mal abwarten. Oh, das ist hier doch rein hypothetisch ein schöner Thumbnail. Wie die da so schlafi machen. Kann ich noch ein bisschen näher? Ich hätte nur gerne diese... Kann man das irgendwie ausblenden? Nicht wirklich. Schade. Ja. Ja, also ist doch ganz gut. Ja, das ist jetzt das Endbild. Es ist, ja... Ja. Es ist, wie es ist. Es wird schon irgendwie passen. Genau. So.
Ja, ich finde es nur interessant, wie ich gerade mehr auf diese Survival Games Bock habe, ja. Und das ist auch höchst interessant. Diese Survival Games zockt man ja mindestens 2, 3, 4 Stunden und dann kann man sie nicht mehr zurückgeben, weil man ist schon so im Hype drin und auf, ach, hier kann man noch was entdecken, hier könnte ich noch mal was bauen und so. Es gibt so viele Games, ich kann mich jetzt gar nicht entscheiden. Es gibt noch Enshrouded ist jetzt dazu gekommen. Das hat auch noch mal einen Skillbaum. Valheim gibt es noch. Dann gibt es noch Isaac. Ja, oder? Isaac oder irgendwas mit I. Ach, ich komme nicht mehr drauf. Oh, er ist gerade. Okay. Ach, dann esse ich automatisch. Das wusste ich nicht. Ich habe das hier unten nämlich nie so ganz verstanden. Ob das für mich oder auch für meine Tiere sind, ist das für mich scheinbar. Okay, komisch. Ja, es gibt noch No Man's Sky. Darauf freue ich mich. Vor allem auf Star Citizen, oder? Das große Weltraumspiel mit der größten Crowdfunding-Kampagne. Genau. So. Dann danke ich fürs Zuschauen. Man, ja, sieht sich, hört sich in einem weiteren YouTube-Video von mir. Tüdelü. Holzgeknister.